Hey und damit herzlich willkommen zum dritten Spieltag der MDL. Heute geht es ran gegen El Cisor und sein Team Borussia Dortmund. Und ja, wir stehen jetzt 1:1, sprich wir wollen natürlich wieder auf 2:1 gehen, aber wir haben hier natürlich ein sehr schweres Team gegenübergestellt bekommen. Und ja, dazu kam dann noch, dass wir gestern, sprich Montag gekämpft haben, ich relativ wenig Zeit fürs Teambuilding noch hatte und das im Endeffekt so in 30 Minuten gemacht habe. Also müssen wir halt gucken, dass wir da noch irgendwie das Beste im Kampf dann rausholen. Aber ja, was haben wir denn dann überhaupt dabei? Wir haben ein physisch-defensives Klefki dabei mit der 50% Beere und den Stachlern sowie Auflockern, Reflektor und Deslingleam. Dann ein Scarf. Wie heißt du? Celebi. Ja, einfach, weil Scarf gegen ihn eigentlich ganz nett aussieht, dachte ich mir. Und ja, an sich kann das ein bisschen überraschen, kann ein bisschen Druck gegen Manaphy zum Beispiel aufbauen. Deswegen sah ich das eigentlich als ganz nice an. Dann AV Electros, speziell offensiv, mit Wall Switch, T-Bolt, Giga Drain und Flamethrower. Dann Nick Rosmer mit dem Photon-Gesier, voll physisch defensiv, Morning Sun, Stealth Rocks und auch dem Reflektor, weil wir natürlich der physischen Offensive von ihm irgendetwas entgegensetzen müssen. Gerade wenn er Pandagro und Mega Charizard X hat, die sind beide schon relativ threatening für unsere Defensive, da switchen wir halt wenig rein. Dann ein Expert Belt Gengar, weil ja, guckt euch sein Team an, da ist kein Gengar switchen, da kommt absolut gar nichts rein. Und ja, dann noch ein teils physisch defensives Crobat. Wir haben auf irgendwas gesweetcreept, ich weiß nur leider nicht mehr was. Deswegen, ja, keine Ahnung. Wobei, ich glaube, auf Ambidiffle habe ich gespeedcreept und ja, dann kam halt der Rest in KP und Verteidigung. Ja, er nimmt mit Donphan, Manaphy, Mega Glurak X, sein Pandagro, Roserade und Ambidiffle. Ja, ist jetzt an sich vielleicht nicht so ganz das Team, was ich erwartet habe. Zum Beispiel Roserade habe ich eher weniger gesehen, wobei ich halt in dem Teambuilding eh nicht sehr viel Zeit hatte, jetzt irgendwie großartig zu erwarten, was mitkommt. Aber Ambidiffle hatte ich zum Beispiel jetzt auch eher weniger auf dem Schirm. Aber sollte dennoch machbar sein, gegen die beiden zu spielen. Gerade da Roserade wahrscheinlich eher dann zum Spike oder ja, Toxic Spike Setten da ist. Wir natürlich einen Grounded Toxicmon mit haben und einen Defogger. Der dazu noch auch noch Prankster hat, also ja, passt eigentlich schon ganz gut und ich würde sagen, wir springen dann mal jetzt in den Kampf. Ja, wie ihr schon gesehen habt, wir leaden hier mit, ich habe es wieder sogar vergessen, okay, Klefki, er leadet hier mit seinem Frank, seinem Donphan, da kann ich eher nicht drin bleiben, deswegen gehe ich hier jetzt erstmal raus in Crobat. Und ja, ich entschuldige mich schon mal für den Spitznamen. Also nicht, weil Crow nicht bad ist, sondern weil der Spitzname bad ist. So, jedenfalls, er geht jetzt erstmal auf Abschlag. Das heißt, wir haben keinen Giftschleim mehr. Er antwortet, aber ja, wir bekommen jetzt erstmal den Verhöhner raus, der eigentlich ganz nice ist, da er damit nicht die Rocks rausbekommt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, er könnte jetzt meinen Roost predicten, gehe ich lieber mal auf Luftschnitt. Und tatsächlich tut er das auch und predictet meinen Roost mit seinem Erdbeben. Aber ja, ich hatte Angst, dass er das zweimal macht und dachte mir, ja, er verliert ja dabei gar nicht mal so viel. Deswegen bin ich nochmal auf Luftschnitt statt auf Roost gegangen. Was sich hier jetzt aber erstmal als Fehler herausstellt, weil wir jetzt in Rocks Range sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dazu noch, naja, wie soll ich sagen, von dem Eissplitter rausgenommen werden können. Deswegen dachte ich mir, gut, gehen wir einfach in EA Sports. Und ja, fressen erstmal den Eissplitter. Und ja, der macht natürlich relativ wenig. Wir haben den Giga Drain drauf und der, ja, kann von der Range sogar ausreichen. So, der Verhöhner hört jetzt bei ihm auf, aber das ist eigentlich relativ irrelevant. Er will hier sicherlich nicht drin bleiben, wenn er hier den Giga Drain zu befürchten hat. Geht auch raus und ja, geht jetzt hier aber in sein Roserade, wo ich mir halt erstmal denke, ja, habe ich jetzt wenig dagegen. Dem Kalk zu voll gemacht, der Flamethrower, also selbst wenn du KP invested ist, immer noch ein Tool, also eigentlich alles safe, ne? Also was heißt ein Tool? Wir haben, glaube ich, dann sogar noch einen Damage Output von 60 bis 70%, also nehme ich. Ja, und er geht jetzt hier auch nur auf die Egel zusammen, sprich wir haben eigentlich relativ wenig zu befürchten, denn wir sehen hier den Flamethrower und der macht halt sehr viel Damage. Und ja, hier kommen jetzt natürlich zwar die Leech Seeds ins Spiel, aber das ist im Großen und Ganzen gar nicht so schlimm. Und ja, er heilt sich damit zwar fast wieder 50%, aber jo,
interessiert mich relativ wenig. Ich dachte mir, er wird jetzt hier wahrscheinlich rausgehen und bin deswegen auf den Bullswitch gegangen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt hier in sein Donnerfang geht, halt habe ich für möglichst gering gehalten. Und ja, jetzt bekomme ich meinen Gänger rein, was halt schon mal sehr nice ist. Dann ich kann jetzt erstmal auf den Dazzling Gleam gehen. Und ja, er geht jetzt hier halt in Roserade, aber der Dazzling Gleam macht eigentlich schon so viel Damage, dass jetzt die Sludge Bomb in den meisten Fällen ausreichen sollte. Wenn er jetzt vollkommen speziell defensiv ist, dann ist es eine Roll, aber ja, sie reicht aus und damit claimt Gengar schon mal den ersten Kill. So, jetzt kommt hier aber leider Charizard rein und das ist ein bisschen threatening, weil da habe ich jetzt erstmal nicht mal so den perfekten Switch in rein. Und wenn er dann noch auf die geht, haben wir langsam tatsächlich sogar ein Problem, weil wir haben kein Toxic dabei. Weil er hat natürlich Tapu Fini, da ist Toxic nicht unbedingt der Way to go und leider geht hier auch auf den Didi, was natürlich wie gesagt sehr unfortunate für uns ist, aber wir haben ja immer noch den Reflektor und den bekommen wir dann raus, dann macht er also selbst nicht sehr viel Damage und ja, des Weiteren sehen wir hier auch die Drachenklaue, die ist gar nicht threatening, also da müssen wir keine Angst haben, weil die macht nur nicht mehr über 50%. Und wie gesagt, wir bekommen den Reflektor raus und laut Kalk sollte sogar der Photon-Geyser 2 hitten. Jedenfalls, wenn er kein KP-Investment hat. Und ja, hier jetzt erstmal noch die Leftovers und boah, allgemein, das sieht hier jetzt eigentlich noch machbar aus. Und der Photon-Geyser kommt auch in der zweiten Runde. Er hat natürlich hier keinen anderen Player, außer auf den DDD zu gehen. Und ja, der Photon-Geyser müsste hier jetzt auch gleich kommen, wenn ich das... Ah nein, das Morgengrauen kommt noch erstmal, weil ja, ich will mich natürlich so fit wie möglich halten, damit ich das Matchup natürlich bestmöglichst gewinnen kann. Und ja, wir gehen dann jetzt aber, glaube ich, dann endlich auf Photon-Geyser. Und ja, er geht jetzt hier weiter auf DD, ist natürlich hier sein Play, aber eigentlich haben wir damit kein großes Problem. Und ja, Photon-Geyser kommt und wir sehen, dass der Photon-Geyser nicht duhittet. Das heißt, er ist Full HP invested und damit haben wir jetzt ein Problem, wenn er Roost hat und er hat Roost. Und ja, damit sind wir relativ verloren gegenüber diesem Charizard. Seiden, wir bekommen vielleicht noch den Tastfluch auf Gengar. Das ist so unsere einzige Chance. Und ja, andererseits sind wir halt relativ am Arsch, weil wir haben nichts mehr, um dieses Charizard zu stoppen, selbst der Crit, den wir hier gelandet haben, bringt uns rein gar nichts. Ja, deswegen, also, er ist im Moment ein bisschen schlecht gelaufen, aber wir können halt immer noch auf mehr Crits spielen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, zwei Crits hintereinander bekämen, dann würde das vielleicht sogar ausreichen. Aber wir sehen hier, ja, das scheint hier eher nicht der Fall zu sein und damit wird es langsam doch sehr kritisch, weil das Mega Glurak bietet halt alles, irgendein Reflektor bringt uns auch nicht weiter. Naja, taunten können wir ihn eh nicht mehr, dafür ist er zu schnell. Und ja, was soll ich großartig sagen, hier passiert jetzt halt nicht mehr sehr viel. Wir haben noch eine Chance, nämlich dass sich der Tastfluch irgendwie aktiviert und dass wir damit einen Move blocken. Und ja, damit dann verursachen, dass Charizard irgendwie doch nicht durchgehen kann, weil wir, keine Ahnung, Flammenblitz blocken oder... Nee, irgendwie auch nicht so wirklich der Play. Also, ja, wir sehen hier halt einfach, Photon-Geyser hat nicht nur begrenzte AP, macht halt auch zu wenig. Und wir sehen hier halt einfach auch den Roost. Weiterhin natürlich ist natürlich auch Lars Play. Und ja, wir haben jetzt hier aber auch nichts anderes zu tun, als unsere Photon-Geyser AP aufzubrauchen. Weil, ja, was sollen wir auch großartig anderes machen? Das Ding ist aber natürlich, wir können auch nicht sein gesamtes Set, wenn er jetzt hier irgendwie EQ spielt und das gegen Gengar drückt, beziehungsweise Drachenklau gegen Gengar drückt und keine Ahnung, warum er das machen sollte und dann halt irgendwie den Cursed Buddy bekommt und dann können wir halt immerhin Zappler rangehen, das wäre immerhin ein Play. Aber dafür müsste er halt auch, naja, wie soll ich sagen, EQ spielen statt Flammenblitz und ja, ist halt blöd. So, jetzt hier erstmal die Drachenklaue, die nimmt natürlich unser Crawlbit hier raus, aber ja, wir müssen jetzt halt irgendwie versuchen, ob wir einen Tastfluch bekommen. Die Drachenklaue kommt und wir bekommen keinen Tastfluch und damit haben wir hier 5:0 das Game verloren. Ja, wir wurden von Charizard X gesweept. Jo, was lässt sich großartig dazu sagen? Schlecht gepreppt, Punkt. Ich hatte zu wenig Zeit. So gesehen, dass das irgendwie hätte was werden können, um mich so halbwegs rauszureden. Naja, eigentlich nicht. Ganz ehrlich, da ist ein Mega Charizard X im gegnerischen Team.
wenn ich da mich nicht schaffe, gegen zu preppen, das sagt einiges aus. Um es jetzt mal so zu sagen. Vielleicht jetzt nicht ganz direkt über mich als Spieler, weil ich habe ja trotzdem immer noch mal meine Kämpfe, in denen ich auch erfolgreich spiele. Aber ja, naja, was also meine Konsistenz angeht, sagt das sicherlich was aus. Oder ja, was soll ich großartig zu sagen? Ich wurde von Saat X gesweept. Ganz ehrlich, ich finde, das darf halt eigentlich im Draftmeter mir nicht passieren, weil es ist ein Saat X, du siehst es im Teambuilding, du weißt, was man dagegen irgendwie machen müsste, damit es eben nicht durchgeht. Und trotzdem ist es hier durchgegangen. Ja. Auch in dem 30-Minuten-Teambuilding siehst du das, also. Ja, ich weiß nicht, was ich noch großartig zu sagen soll. Also ich habe hier, naja, eine sehr schlechte Leistung eigentlich abgebracht. Ja, keine Ahnung, mir fällt da jetzt nicht mehr wirklich viel zu ein. Aber ja, ich würde sagen, hoffentlich wird es am nächsten Spieltag besser. Das war's.